ganz alleine. Ich habe ja meinen Produzenten mitgebracht. Ja, ne? So, das ist sozusagen derjenige, der zu dem mich gemacht hat, was ich bin. Okay. Ne? Produzent ist also das Wichtigste, die sind immer im Hintergrund. Ne? Aber heute wollen wir schöne Kleider sehen. Und Ihre Liebste haben Sie aber nicht dabei heute? Ja, oder? Deshalb mein Produzenten. Ne? Das ist ein würdiger Ersatz. Ja, meine Liebste hat echt Angst vor diesem ganzen Trubel. Ich bin ja die meiste Zeit bei mir auf dem Bauernhof mit gelben Gummistiefeln, ne, und da zählt der rote Teppich nicht dazu. Ne? Aber ich bin sehr gerne hier, weil in Demut sehe ich ja unsere Zuschauer hier. Man kann sich auch mal präsentieren und sagen, hallo, hier bin ich. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Man braucht also immer eine Brücke zwischen den Zuschauern und seinem Privatleben. Und trotzdem, beides ist getrennt. Und hier ist es ja auch tatsächlich so, dass es extrem viel Nähe auch zu den Zuschauern gibt. Ja, ich habe Sie eben schon beobachtet, Sie haben da sehr viel Kontakt auch schon gehabt. Ja. Also ich sag's mal, die Zuschauer sind ja meine Arbeitgeber. Also solange sie mich mögen, ne, solange habe ich auch Menschen, die mich mögen. Ne? Und wenn es die dann nicht mehr gibt, brauche ich auch keinen roten Teppich, dann kann ich mich im Wald einschließen. Konnten Sie jetzt in der Kürze der Zeit eigentlich hier schon ein Modefazit ziehen? Nein, ich bin ja jetzt gerade gekommen, ja. Ne, und eigentlich ist es auch egal, was die Mädchen anhaben. Hauptsache, sie fühlen sich wohl und es sind Menschen, die gesund sind im Kopf. Alles andere ist unwichtig. Gibt es dennoch eine prominente Dame, die Sie gerne mal einkleiden würden? Fällt Ihnen ganz spontan jemand ein? Ja, mich fragen öfters Leute, ob ich mal eine prominente Dame einkleiden möchte und ich sage da wirklich nein. Ich bin jemand, der für die Menschen von der Straße Sachen macht. Die Prominenten haben ihre Prominentenschneider und das ist einfach nicht meine Welt. Meine Welt sind die Menschen auf der Straße, da fühle ich mich viel wohler. Eine Frage noch, ich hoffe, dies erlaubt Sie. Sie haben ja auch sehr offen immer drüber gesprochen, Ihre Mitarbeiterin, die Hose, die Sie verloren haben. Wie geht es Ihnen mittlerweile damit? Sind Sie da einigermaßen drüber hinweg oder beschäftigt einen das immer noch? Also das ist jetzt eine ganz komplizierte Frage, weil wir haben Sie heute früh beerdigt. Also heute, ne? Also ja, also daran wollte ich jetzt eigentlich gar nicht denken. Ich wollte jetzt einfach die goldene Henne machen und die Hose werden wir alle vermissen und bleibt in unserem Herzen. Stoßen Sie auf sie an heute? Das definitiv, weil sie wollte gerne mitkommen. Ne? Ich wünsche einen sehr schönen Abend, ja. Ihnen auch, danke. Schöne Momente heute, ja, danke, tschüss.